Hallo, hier ist Silke. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße euch und ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, dieses Video von mir zu schauen. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr einen genialen Schoko-Walnuss-Orangenkuchen zubereiten könnt. Ich hatte ja schon vor einer Weile ein Video hochgeladen, Roh vegane Ernährung für einen Tag, Einblick und Inspirationen. Und in diesem Video habe ich euch gezeigt, welche Lebensmittel, welche zubereiteten Speisen man so an einem roh veganen Tag zu sich nehmen kann. Und ich bekam viele Nachrichten und Fragen von euch nach diesem Rezept. Und jetzt ist es soweit. In diesem Video zeige ich euch ganz genau, wie ihr diesen genialen Kuchen herstellen könnt. Und bevor ich euch zeige, welche Zutaten ihr für diesen Kuchen benötigt, will ich ganz herzlich der lieben Lydia von Facebook danken. Sie hat, das ist nämlich eines ihrer Lieblingsrezepte und sie hat dieses Rezept mir zur Verfügung gestellt, dass ich das mit euch allen teilen kann. Und die Lydia ist wirklich sehr kreativ und liebevoll mit ihren Rezepten und teilt ganz, ganz viele Rezepte, roh vegane Rezepte mit interessierten Menschen. Und da ist nicht nur sehr viel Kreativität im Spiel, sondern auch ganz viel Liebe. Und das spürt man einfach. Lieben Dank, Lydia, für deine vielen roh veganen Inspirationen. Auch du selbst bist eine Inspiration für viele Menschen, die mit dir auf Facebook verbunden sind. Herzlichen Dank. So, jetzt geht es erstmal daran, welche Zutaten benötigt ihr für diesen Kuchen. Und danach zeige ich euch, wie ihr diesen Kuchen herstellen könnt. Für eine Kuchenspringform in dieser Größe, das sind ca. 17 cm Durchmesser, benötigt ihr für den Boden folgende Zutaten. Da hätten wir hier 150 Gramm Walnüsse, 100 Gramm Datteln, eine Handvoll Kokosraspel, etwas Zimt und Vanille. Dann brauchen wir ca. eine Viertel Banane und 9 bis 10 Datteln und den Abrieb einer Orange. Das ist für den Boden. Als Füllung benötigen wir eine reife große Banane und für die Glasur benötigen wir ca. 6 Esslöffel Mandelpüree, das sind 6 Datteln, 4 Esslöffel Kokosöl. Ihr könnt auch, wenn ihr kein Mandelpüree habt, einfach dann insgesamt nur Kokosöl verwenden. Dann haben wir hier eine Mischung aus Karob und Kakao, das sind ca. 1,5 Esslöffel Kakao und 2,5 Esslöffel Karob. Und an Gewürz kommt noch etwas, weil wir jetzt die Vorweihnachtszeit haben, etwas selbst gemischtes Lebkuchengewürz dazu. Als erstes werden die Walnüsse, die Mandeln gemahlen und die Datteln fein püriert. Die Walnüsse und die Mandeln habe ich jetzt gemahlen, ihr könnt es sehen. Die Datteln auch püriert und die Banane etwas klein geschnitten. Das kommt jetzt alles mit dazu. Genauso wie die Kokosraspel, Vanille und Zimt und der Abrieb einer Zitrone. Und dann wird es einfach zu einem Teig verknetet. Der Teig ist jetzt fertig geknetet. Den nehmt ihr euch jetzt einfach. Dann habt ihr eine Springform. Ich hatte schon erwähnt, 17 cm Durchmesser. Und dann einfach den Teig hineindrücken und dann auch nicht vergessen, einen Rand hochzuziehen. So, ihr seht, der Teig ist jetzt fertig hineingedrückt. Ich habe jetzt auch schon die reife Banane in Scheiben geschnitten und die wird dann einfach, die Scheiben werden dann einfach auf den Boden gelegt. So, die Bananen sind jetzt auf dem Teig verteilt. Jetzt kommt es natürlich, als nächstes kommt jetzt natürlich die Glasur dran. Ich habe die Datteln auch schon püriert und die Orange habe ich ausgepresst. Den Saft verwenden wir dann für die Glasur. Ich nehme zum Mixen einen Blender. Da fülle ich jetzt die Datteln hinein. Karob und Kakao. Dann habe ich hier das selbstgemischte Lebkuchengewürz, da kommt auch ca. ein Teelöffel ran, das Mandelpüree, und ganz wichtig, das Kokosöl, damit nach dem Kühlen die Glasur auch fester wird. Deckel aufschrauben und dann kann gemixt werden. Ich füge jetzt noch ein bisschen was von dem Orangensaft hinzu.
Es war ja in Saft einer mittleren Orange. Ich habe jetzt vielleicht so ein Dreiviertel des Saftes nochmal hinzugefügt. Und dann wird einfach nochmal gemixt. Die Glasur wird jetzt einfach über die Bananenscheiben gegeben und verteilt. Die Glasur ist jetzt fertig verteilt auf diesem Kuchen, wie ihr schön sehen könnt. Jetzt heißt es noch ein bisschen den Kuchen verzieren. Ich habe hier so einfach eine Plätzchenform, eine Herzform. Und dann kommt ein bisschen Kokosraspeln dazu. So, ein bisschen andrücken. Was auch noch schön ist, einfach einen Kokosrand zu machen. So, richtig rum. So. Ein bisschen festdrücken. Und dann einfach noch mit ein paar Walnussstücken platzieren. Und jetzt heißt es einfach noch, den Kuchen gut zu kühlen, entweder eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde im Kühlschrank oder 20 Minuten ins Tiefkühlfach. Nach der Kühlung löst ihr einfach den Rand des Kuchens von der Form mit einem Messer einfach ringsrum. Dann könnt ihr den Rand aufklicken und so sieht der Kuchen dann erstmal aus. Mein Messer. Genau, und jetzt könnt ihr, ihr seht auch die Herzform, naja, ist schon ein bisschen auseinandergegangen. So. Könnt ihr den Kuchen schön zerschneiden. Hier seht ihr das Innenleben des leckeren Schoko-Walnuss-Orangenkuchen. Wirklich sehr lecker, sehr köstlich und kann auch definitiv mit konventionellen Kuchen mithalten. Ich hoffe, euch hat dieses Rezept gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen dafür hochgeben. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wenn ihr weitere Videos rund um die vegane Rohkost, Infos und Rezepte von mir sehen möchtet. Wenn ihr bei Facebook seid, schaut doch auf meine Seite Silkes vegane Rohkost, lebe roh, gesund und froh vorbei. Da freue ich mich über einen Like, über einen Kommentar oder auch über eine Nachricht. So, das war's mal wieder von mir. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis bald.